Wir reden heute über den 9. Sylter Bank Altliga Cup. Findet statt am 16. Juni 2018 und zwar im Sportzentrum Sylt Ost. Und ich freue mich, jetzt zwei Initiatoren dieser Veranstaltung zu begrüßen. Zum einen Uwe Ferchio, Präsident der Altliga Tinnum 66 und Uwe Glindmeier. Moin, moin, ihr beiden. Moin. Ja, moin, grüß dich. Der 9. Sylter Bank Altliga Cup, das heißt also, das erste Mal ist, sagen wir mal, vielleicht ein Versuch gewesen und jetzt ist es schon Tradition, Uwe? Ja, das kann man so sagen. Wir haben 2010 mit 12 Mannschaften gestartet. Wir hatten richtig schlechtes Wetter und alle wollten wiederkommen und dann haben wir es einfach das zweite Mal gemacht, das dritte Mal gemacht und nach dreimal darf man schon von Tradition sprechen. Insofern sind wir hier jetzt schon wirklich ein tolles Turnier geworden in der neunten Ausführung und also findet immer mehr Anklang und es ist schon jetzt schon eine spannende Geschichte, und ich freue mich eigentlich schon drauf, dass es in 2,5 Wochen soweit ist. Was macht dieses Turnier so besonders, Uwe Ferchio? Ja, obwohl das eine Dimension erreicht hat, die wir am Anfang nicht gedacht hatten, ist es eine familiäre Atmosphäre. Da achten wir auch drauf. Wir stemmen alles alleine, in Anführungsstriche. Das heißt, die Altliga hat über 60 Mitglieder, die sind fast alle an dem Tag im Einsatz. Nicht zu vergessen, 20, 30 Spielerfrauen, ohne die das Ganze also überhaupt nicht vorstellbar wäre. Aber gerade diese Atmosphäre oder dass wir so viele helfende Hände haben, da können wir das Ganze wuppen auf 6 Plätzen gleichzeitig. Eigentlich unfassbar und nicht vergleichbar. Das größte Turnier hier im Norden Deutschlands in der Art auf jeden Fall. Ein zweigeteiltes Turnier, Damen und Herren. Aber was sind das für Vereine? Mittlerweile kommen sie aus der ganzen Republik. Angefangen hatten wir tatsächlich mit Vereinen aus Nordfriesland, nahe Schleswig-Holstein und Hamburg. Und die Sylter-Vereine, das hat sich dann aber schnell gewandelt. Im letzten Jahr hatten wir zwei Mannschaften aus dem Westerwald hier, die hatten 700 und Kilometer an Anfahrtsweg. Die werden aber dieses Jahr locker geschnappt, weil wir zwei Mannschaften haben, die fast von der österreichischen Grenze kommen. Das ist der Hammer. Also die fahren wirklich über 1000 Kilometer, um an diesem Wochenende bei uns auf dem Turnier Fußball zu spielen. Großartig. Und Sie können natürlich als Gäste mit dabei sein beim 9. Sylter Bank Altliga Cup 2018. Kommen wir ein bisschen zum Organisatorischen. Also ich denke mal, für Gäste, die hier auf den Platz kommen, erstmal ganz wichtig zu sagen, Eintritt ist frei. Eintritt, ne? Ja, und was erwartet die hier neben der Bratwurst? Ja, neben der Bratwurst, unser kulinarisches Angebot ist immer der Renner. Es wird wieder Spare Ribs geben, dieses Mal zum ersten Mal Burgunderbrötchen. Natürlich die Bratwurst, die Steaks und Pommes. Die Mädels machen Kuchen, Kaffeekuchen. Morgens wird es ein Frühstück geben. Die Vereine reisen ja zum Teil wirklich Tage vorher an. Einige kommen morgens mit dem Sonderbus, werden die am Bahnhof abgeholt, aber viele bleiben auch schon die Nächte vorher und die können hier frühstücken bei uns. Wir holen die alle ab mit einem riesigen, gigantischen Shuttle-Service von 9 Fahrzeugen, zum Teil aus 7 Fahrzeugen, höre ich gerade, also zum Teil aus Hörnum, Puran Klent, wo die überall untergebracht sind. Da holen wir die ab, karren die hierher und die freuen sich natürlich, dass sie hier sofort versorgt werden. Nicht zu vergessen, die alkoholischen Getränke und Elektrolytgetränke sind das ja für uns Fußballer, werden natürlich auch reichlich fließen. Um 11 Uhr startet das Ganze, aber es geht natürlich ein bisschen, deswegen 6 Spielfelder und auch zahlreiche Mannschaften, die hier kommen. Damen und Herren haben wir gerade eben schon besprochen. Wann endet das Ganze und vor allem, was können die teilnehmenden Mannschaften, wenn sie gut spielen, am Ende gewinnen? Also es sind 42 Herrenteams. Wir fangen, wie gesagt, um 11 Uhr an. Wir haben eine Spielzeit von 1x12 Minuten. Die Vorrunde wird zu Ende sein um kurz vor 16 Uhr. Dann wird feststehen, wer in die Finalrunden, also wer in die K.O.-Runden kommt. Zeitgleich, also um 16 Uhr, startet dann der dritte Customs Paradise Damen Cup. Die sind dieses Jahr auch Rekordteilnehmerzahl mit 12 Teams. Die spielen dann ihre Vorrunde im Wechsel mit unseren ersten Finalspielen. Die sind dann fertig mit ihrer Vorrunde, wenn wir kurz vor dem Viertelfinale sind. Dann spielen die Viertelfinale. Dann haben wir unser Viertelfinale, dann spielen die Damen das Halbfinale. Wir spielen unsere Halbfinals. Und das Finale der Damen findet dann direkt vor dem Finale der Herren, hier auf Platz 1 statt.
Also um 20 Uhr sind die Spiele zu Ende. Die Siegerehrung wird gegen 20 Uhr sein. Vorher werden wir, entweder machen wir es kurz vor der Siegerehrung oder kurz danach, werden wir unsere Tombola-Preise verlosen oder auslosen. Wir machen ja jetzt auch mittlerweile schon traditionell eine große Tombola mit 6 super Preisen. Es gibt dann Lose den ganzen Tag über zu kaufen für 1 Euro. Wir haben 2 gute Zwecke, die wir damit mit 100% des Erlöses, also da geht nicht 1 Euro von weg, da geht an die Lebenshilfe, an die Sylter Lebenshilfe geht, und in diesem Jahr kriegt die Kinderfeuerwehr Aachsom einen Schwung davon ab. Ich finde die Idee, eine Kinderfeuerwehr hier in Sylt-Ost zu haben, finde ich sensationell, und da haben wir uns dann im Vorstand entschlossen, dass wir die in diesem Jahr mit einem Teil des Tombola-Erlöses beglücken. Tolle Geschichte. Wie sieht das aus mit den Spielregeln? Ich glaube man nicht, dass man 45 Minuten hier erste Halbzeit, zweite Halbzeit spielt, sondern ich glaube, das ist ein bisschen gedrosselt, ne? Nee, ein bisschen gedrosselt auf jeden Fall. Wir sind ja auch alle im gesetzteren Alter. Die Jüngsten werden so 32, 35 Jahre sein, die Ältesten Mitte 50. Wir hatten auch letztes Jahr schon über 60-Jährige, die mitgespielt haben. Das heißt, wir spielen Kleinfeld, 6 Feldspiele, ein Torwart. Die Spielzeit wird 12 Minuten betragen. Wir haben 7 Teams in jeder Gruppe. Das heißt, jede Mannschaft hat mindestens, auch wenn sie ausscheiden sollten und nicht so erfolgreich sind, 6 Spiele. Und in unserem Alter reicht das den meisten. Und die weiterkommen natürlich, Achtelfinale, Viertelfinale, Halbfinale, Finale, die im Finale stehen, die wissen am Ende, wie viel sie gelaufen sind. Aber wir spielen hier Altliga-Regeln, keine Grätschen, wenn es irgendwie geht. Die Knochen sollen heile bleiben, lieber dem Gegner nochmal hochgeholfen, bei allem Ehrgeiz, Fairplay immer im Vordergrund und ruhig ein bisschen Tempo gedrosselt, wie du schon gesagt hast. Wer denn? Und zu gewinnen, weil du das doch gefragt hattest, zu gewinnen gibt es also neben einem riesen Wust an Ruhm und Ehre, ein Wanderpokal und eine Wandtafel, die jeder mitnehmen kann. Also es geht hier tatsächlich um den Spaß in erster Linie. Natürlich gepaart mit sportlichem Ehrgeiz, und jeder will dieses Turnier gewinnen. Jeder, der hierher kommt, das sind Fußballer. Jeder, der auf den grünen Rasen tritt, will auch das Spiel gewinnen. Es gibt hier aber außer einem Pokal und einer Wandtafel nichts als gute Laune zu gewinnen. Wie ist das bei der Weltmeisterschaft? Kennen wir das ja, da wird auch noch der beste Torwart ausgezeichnet, der schnellste Renner. Gibt es das hier auch? Bester Torwart? Nö, haben wir nicht. Wir haben so gute Truppen, denn also die Teams bekommen alle noch, was Uwe noch nicht erwähnt hat. Wir machen am Anfang vor dem ersten Spiel von jedem Team ein Mannschaftsfoto, und das bekommen sie am Ende auch nochmal überreicht. Schön in DIN A4 vergrößert, laminiert, das hervorragend, das kommt immer super an. Das nehmen die auch noch mit, die haben ihre Wandtafel, und die wenigsten gehen direkt nach der Siegerehrung. Die meisten bleiben hier noch, zumal wir ja noch eine Players Night haben, hier noch ein bisschen Musik spielen mit Mr. Ed und Mr. Jimmy Ed, Friesenschlampen.de. Ja? Die haben letztes Jahr schon das Zelt zum Beben gebracht, und ich denke mal, mit unserem DJ Hinnerk wird das auch dieses Mal wieder klappen. Also die Stimmung letztes Jahr war sensationell. Alle, die da waren, die erzählen da noch voll. Und wir hoffen, dass wir das dieses Jahr nochmal genauso hinkriegen und sind da eigentlich guter Dinge. Sind die Players Night wirklich nur für Players gedacht, oder dürfen auch interessierte Gäste daran teilnehmen? Also das Schöne ist, dass die Friesenschlampen, ich nenne sie jetzt mal kurz, auch noch ein paar Leute mit hierher nehmen. Und die machen das natürlich alles nochmal so ein bisschen bunt. Die haben dann schon mal andere Klamotten an als wir Fußballer. Also die Fußballer laufen hier dann viel rum mit Sportklamotten natürlich noch. Die sind dann schon ein bisschen anders angezogen. Man kann das schon erkennen, wer für die Friesenschlampen denn da ist. Aber das ist dann auch nochmal ein Schwung. Also das Zelt ist rappelvoll und die Stimmung kocht da wirklich über. Letztes Jahr war es so bombastisch, dass alle eigentlich gesagt haben, so nächstes Jahr sagt mir sofort, wenn der Termin feststeht, wann das ist. Den Tag halte ich mir frei. Ein Einblick ins Zelt gibt es leider nicht an dem Tag, aber wir leben in der Neuzeit. Das Ganze wird natürlich auch im Livestream übertragen, und zwar auf der Syltfunk-Marke Regiosport. Da freuen wir uns natürlich sehr, dass wir es übertragen dürfen. Und wir freuen uns sehr. Und auch das, und wir werden nicht nur von einem Spielfeld berichten, sondern es wird auch, so nennen sie sich, die sogenannten Bauchbinden geben, wo wir natürlich von jedem einzelnen Spielfeld berichten werden. Und das natürlich mit tollen Kamerafahrten. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen, Uwe und Uwe? Ja, natürlich, irgendwas haben wir auf jeden Fall vergessen. Das Ganze heißt 9. Sylter Bank Cup. Da geht unser Dank in allererster Linie an die Sylter Bank.
hier auf Sylt, ohne deren Unterstützung das Ding gar nicht in die Wege geleitet worden wäre damals. Und die unterstützen uns auch heute noch. Ebenso der Autozug Sylt, die EVS, Autohaus Rosier, um nur einige zu nennen. Ohne die, und auch der Insel Sylt Tourismus Service kommt uns immer entgegen. Ohne die Sponsoren könnten wir bei aller Liebe und so weiter und Euphorie könnten wir das nicht stemmen. Also ohne Sponsoren ginge das nicht. Und da nochmal vielen, vielen Dank an die entsprechenden Stellen. Und ja. Und wenn ich mich nochmal ducke, dann sehen Sie vielleicht noch ein bisschen mehr. Wir haben hier nämlich eine Wand aufgebaut. Ne? Also da sieht man schon, der Sylter Bank Altliga Cup, ne? Da gibt es schon eine ganze Menge Partner. Die Feinlein Group nicht zu vergessen, Autozug Sylt schon erwähnt. Unsere Freunde von der Sylter Blaumuschel, Hotel Sylter Blaumuschel, Veloquick, die wieder ein Fahrrad für die Tombola stiften, das Sylter Waschkontor und. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, ohne den ging gar nichts, der Getränke-Großhandel Ibsen sorgt hier ständig für Nachschub. Und wenn wir mal einen Engpass haben, sind das ganz kleine Wege, 10 Minuten später sind neue Fässer da, gar kein Thema. Sind denn die Sponsoren auch am Tag des Geschehens hier vor Ort, wo man sich beispielsweise mal beraten kann bei Rosier und hier vielleicht auch eine kleine Testfahrt machen kann? Also ob sie Testfahrten anbieten, weiß ich nicht, aber die Sponsoren, die sind auf jeden Fall da, die dürfen sich hier auch gerne präsentieren. Alle unsere Unterstützer haben hier von uns ein Armbänzel, die dürfen sich hier also ein VIP-Band, die dürfen sich also hier den ganzen Tag kostenfrei verpflegen. Dafür tun die was für uns und das ist eine Sache, wo wir dann ein bisschen was zurückgeben können. Und die dürfen sich hier platzieren, wie immer sie auch wollen. Also ist natürlich alles eine Platzfrage. Wir haben hier ja natürlich die Spielfelder, aber wenn wir irgendwo Platz haben und die sich das vorstellen können oder eine ganz abgefahrene Idee haben, wie man sich irgendwie darstellen kann, dann immer gerne. Was wir auch neu haben in diesem Jahr ist, wir werden dieses Soccer-Dart haben. Das ist ja so eine 6 Meter große Dartscheibe, wo man dann mit so einem Klettball drauf schießt. Das werden wir mal hinstellen. Wir werden mal gucken, wie das angenommen wird. Da wird bestimmt die eine oder andere Runde an Tresen ausgespielt werden von den ausgeschiedenen Mannschaften. Gehe ich mal verschärft von aus. Und das soll natürlich dann auch für Spaß und Freude bei den Mannschaften stehen, dann die schon ausgeschieden sind und die dann sagen so, naja gut, jetzt muss ich mir das Spiel nicht angucken, dann gehe ich mal eben mit meiner Truppe dahin, schieße eine Runde Bier aus und dann gehe ich wieder hin und gucke mir die anderen Spiele an. Und vor allem, was man auch noch machen kann, man kann sich natürlich die schöne neue Vereinshütte hier anschauen, weil die ist ja noch gar nicht mal so alt, ne? Nö, 1,5 Jahre, ne, 15 Monate oder so, ist ja zu Ostern letztes Jahr abgebrannt und nach ziemlich genau einem Jahr stand sie hier dann wieder, die in voller Pracht, wo wir sehr, sehr glücklich drüber sind. Also hat sich jetzt schon zu einem tollen Treffpunkt entwickelt hier in Sylt-Ost und wird super angenommen. Und auch gerade, und das war eben auch das Bestreben dieser Hütte, dass hier ganz viel Jugendmannschaften sich treffen, dass hier die Spiele stattfinden von den Jugendmannschaften, dass dann die Eltern da draußen Kaffee und Kuchen verkaufen und so weiter und so fort. Und das wird hier super angenommen, sind wir sehr, sehr, sehr froh drüber. Wir kennen das ja, beispielsweise UEFA Champions League Weltmeisterschaft, das wird immer ganz großartig eröffnet mit Feuerwerk und David Guetta an den Turntables. Wird es das hier auch geben, beispielsweise ein Auftritt von irgendeiner Tanzgruppe? Ja, während des Turniers ist das nicht vorgesehen. Manchmal sieht das so aus wie eine Tanzgruppe, wenn wir spielen, aber das wird ganz unspektakulär eröffnet werden mit den ersten Spielen gleich. Sobald um 11 Uhr der Ball rollt die Lawine quasi, dann geht das nonstop auf allen 6 Plätzen ohne Verzögerung durch bis zum Abend. Wenn ich jetzt gerade die Kleinen da draußen sehe, wir haben natürlich auch noch eine Hüpfburg für die Kleinen, für die jüngeren Gäste. Die können sich auf der Hüpfburg vergnügen. Und ansonsten freuen wir uns auf faire Spiele. So war das die letzten Jahre eigentlich auch immer. Bei allem Ehrgeiz stand doch Fairness im Vordergrund. Und so wird es dieses Jahr hoffentlich auch sein. Da kann man eigentlich nur sagen, kommen Sie vorbei, das dürfen Sie auf gar keinen Fall verpassen. Und jetzt kommt doch nochmal die obligatorische Frage. Haben wir jetzt noch irgendwas vergessen? Ja, wir haben noch was vergessen. Und zwar, wir sind in diesem Jahr mit 14 Schiedsrichtern am Start. Ohne die Schiedsrichter läuft gar nichts. Die sollen gar nicht auffallen. Dann haben sie ihren Job am besten getan. Wir haben das große Glück, dass wir einen haben, der die Schiedsrichter so ein bisschen koordiniert. Und wie gesagt, 14 Schiedsrichter, wir haben 6 Plätze. Das heißt, wir haben jede Menge Schiedsrichter, die immer frisch sind, die immer am Start sind, damit wir nicht nachher mit ein paar Schiedsrichtern zu wenig da sind und beim Finale oder bei den Finals nachher die Schiedsrichter keine Luft mehr haben und nicht mal mehr in die Pfeife tröten können.
haben wir genug Schiedsrichter und die sind genauso wichtig wie die Mannschaften, die hier hochkommen. Bei allem Ehrgeiz ist das tatsächlich immer die Sache, hört auf das, was der Schiedsrichter sagt und wenn er pfeift, dann hat er gepfiffen, dann bleibt der Ball liegen und dann geht's weiter. Immer dran denken. Jetzt habe ich aber trotzdem noch mal zwei Fragen. Zwei Fragen haben wir noch vergessen. Und zwar haben wir natürlich, weil er gerade die Schiedsrichter anspricht, ohne Bälle geht natürlich auch nichts. Die Firma Intersport unterstützt uns da auch aufs Treffliche. Blocky Block mit dem Kinderhilfswerk sind dabei. Und natürlich eigentlich ganz, ganz weit vorne unsere Jungs vom Team Jankes Restaurant, Pierre und Christian, die uns bei dem leiblichen Wohl oder Verköstigung auch kräftig unter die Arme greifen, auf jeden Fall. Hervorragend. Also, wir haben gesprochen über den 9. Sülterbank Altliga Cup. Er findet statt am 16. Juni. Ab 11 Uhr geht es los im Sportzentrum Sylt Ost. Regiosport ebenfalls mit dabei im Livestream. Sie können es bis zum Ende, bis die Siegerehrung da ist, können Sie das alles auch zu Hause mitverfolgen, wenn Sie es nicht auf die Insel schaffen. Unser Tipp ist aber, kommen Sie vorbei. Also live ist natürlich immer besser als im Fernsehen, das weiß jeder, der schon mal im Bundesliga-Stadion gewesen ist. Aber wer tatsächlich nicht die Chance hat und gerade auch von den Mannschaften, wo nicht alle mit hier hochkommen, schreibt es auf eure Webseiten, schreibt es auf eure Facebook-Seiten, dass die, die zu Hause geblieben sind, einfach über den YouTube-Kanal Regiosport in den Suchbegriff eingeben müssen. Dann sind wir am 16.06. ganz weit oben. Ich glaube, wir starten um 9.30 Uhr oder 10.30 Uhr. Um 9.30 Uhr geht schon los. Einfach Regiosport eingeben bei YouTube und wir sind ganz oben. Anklicken, dabei sein, Spaß haben. Mittendrin statt nur dabei. Genau. Vielen, vielen Dank, Uwe Fercho. Hier im Sportzentrum oder bei Regiosport. Also, vielen, vielen Dank, Uwe Fercho. Wir danken dir. Präsident Altliga Tinum 66 und auch Uwe Glindmeier. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch Zeit genommen habt. Sehr, sehr gerne. Und wir freuen uns jetzt gemeinsam auf den 16. Juni zum 9. Sülterbank Altliga Cup. Vielen, vielen Dank, ihr beiden. Danke auch. Wir danken dir. Jubel.